Start deutscher Aufklärungstornados im internationalen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Trotz militärischer Erfolge der Koalition, der IS ist noch nicht besiegt, jetzt beginnt das Aufspüren in der Wüste. Der stellvertretende Kontingentführer nimmt Stellung zur aktuellen Situation im Kampf gegen den IS. Der IS gilt in den festen Strukturen als zerschlagen. Die IS-Kräfte haben daraufhin sozusagen Ausweichbewegungen durchgeführt in die Fläche, vorrangig in die Wüstengebiete, haben dort Unterschlupf gefunden. Und gerade diese Ziele gilt es natürlich jetzt im Nachgang auch weiterhin aufzuklären. Deswegen operieren die deutschen Tornados verstärkt über der irakischen Wüste. Hierhin hat sich der IS zurückgezogen und muss nun in einem großen, weiten Gebiet aufgeklärt werden. Dadurch, dass jetzt entsprechend Bewegungen in die Fläche erfolgt sind, habe ich eine höhere Dynamik und dadurch auch die Notwendigkeit, schneller Erkundungsergebnisse generieren zu müssen. Und auch das ist natürlich ein entscheidender Vorteil unserer Recce-Tornados, weil ich mit der hohen Geschwindigkeit des Luftfahrzeuges hier an die entsprechenden Hotspots geführt werden kann, um so dort wertvolle Erkundungsergebnisse auch zu generieren. Auch am Einsatz beteiligt ein Tankflugzeug der Luftwaffe. Fast täglich steigt es auf, um Reichweite und Stehzeit der alliierten Flugzeuge im Einsatzgebiet zu erhöhen.